Hallo, heute beschäftigen wir uns mit der Schufa bzw. der Frage danach, ob man seinen Schufa-Score verbessern kann. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns ein Abo und einen Daumen nach oben dalasst. So verpasst ihr keine hilfreichen Tipps mehr und werdet direkt über neue Videos informiert. Herzlich willkommen bei Dr. Day, dem Ratgeber-Channel für alle Themen des Alltags. Die Schufa ermittelt als größte Auskunftei in Deutschland Scoring-Werte. Diese Werte werden von Banken und Unternehmen herangezogen, um festzustellen, ob ein Verbraucher kreditwürdig ist. Verbraucher mit einer positiven Schufa-Auskunft erhalten deutlich einfacher einen Kredit oder auch einen Miet-, Handy- oder Leasingvertrag. Ein sehr guter Score liegt konkret bei einem Wert von über 97,5%. Zur Kontrolle des eigenen Werts kann man einmal pro Jahr den eigenen Score abfragen. Nach Artikel 15 des DSGVO steht dem Verbraucher die kostenlose Datenkopie zur Auskunft über den eigenen Schufa-Wert zu. So kann man sich über die gespeicherten Personendaten und Informationen zu Krediten, Verträgen und dem Zahlungsverhalten informieren. Stellt man bei dieser Überprüfung fest, dass der Score verbesserungswürdig ist oder wurde man eventuell sogar schon aufgrund seines Ratings abgelehnt, so gibt es mehrere Möglichkeiten, den Score zu verbessern. Die erste Variante ist das Überprüfen der eigenen Schufa-Einträge. Negative Einträge verschlechtern den Score, wobei allerdings nicht jeder negative Eintrag berechtigt ist. Gibt es falsche oder unberechtigte Einträge, so können Verbraucher diese entfernen lassen, um so das Rating zu verbessern. Ein weiterer Schritt zur Verbesserung des Schufa-Scores ist die Begleichung von offenen Forderungen und das Erklären von Verjährungen. Um die Bonität zu verbessern, müssen offene Forderungen beglichen werden oder die, falls dem so ist, die Verjährung dem Gläubiger gegenüber erklärt werden. Dadurch verschwinden die Einträge allerdings nicht direkt, sie werden aber als erledigt gekennzeichnet. Bis zum Ablauf der Löschfrist bleiben die Einträge bestehen, ein abbezahlter Kredit bleibt zum Beispiel für 3 Jahre lang eingetragen. Die dritte Variante ist das Löschen von falschen Einträgen. Falls personenbezogene Daten falsch zugeordnet sind, Einträge nach Ablauf der Frist nicht entfernt wurden oder falsche bzw. unberechtigte Einträge vorliegen, so muss die Schufa diese Informationen korrigieren oder löschen. Falls das Unternehmen, welches die falschen Informationen eingereicht hat, die Korrektur verweigert, so sollte anwaltliche Unterstützung hinzugezogen werden. Dieser kann eine rechtssichere Kommunikation gewährleisten und mit nötigem Nachdruck für die Löschung sorgen. Werden die Einträge schließlich gelöscht, so verbessert sich auch der Schufa-Score. Neben diesen Varianten hat auch der Verbraucher selbst 6 Möglichkeiten, seinen Schufa-Score zu verbessern. Diese belaufen sich auf: erstens Rechnungen pünktlich bezahlen, zweitens ungenutzte Girokonten und Kreditkarten kündigen, drittens bei Zahlungsverzug rechtzeitig dem Bank oder Gläubiger Bescheid sagen, viertens große Kredite statt mehrere kleine Kredite beantragen, fünftens schufa-neutrale Konditionsanfrage stellen lassen, sechstens häufige Umzüge vermeiden. All diese Vorgehensweisen können dazu beitragen, dass die eigene Bonität erhöht wird. Schafft man es nicht, sich an alle dieser Regeln zu halten, so ist dies normalerweise aber auch kein riesiges Problem, da einige Aspekte oft auch nicht in die Schufa übernommen werden. So führt nicht jede verspätete Zahlung zu einem negativen Eintrag, sondern erst nach 2 schriftlichen Mahnungen wird ein solcher vorgenommen. Insgesamt zeigt sich, dass es bei schlechter Schufa-Wertung einige Möglichkeiten gibt, um das eigene Rating zu verbessern. Manche davon sind einfacher umzusetzen als andere. Generell gilt aber auch hier die Devise: überhaupt keine negativen Einträge sammeln ist deutlich einfacher, als die Bonität im Nachhinein wieder zu erhöhen. Wir hoffen, dass wir euch einige hilfreiche Tipps zu diesem Thema geben konnten. Wir würden uns über ein Abo und einen Daumen nach oben freuen, damit wir euch auch in Zukunft über spannende Themen informieren können. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.